Hallo Leute und willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Sydney und Ivy und wir packen heute die Hamburg. Nee, ich meine die Zucker-Mörtel-Box aus. Das ist der zweite Teil. Den ersten haben wir ja schon mit Mäuse gebastelt. Also, und das verlinkt meine Mami euch am Ende des Videos. Und dann fangen wir jetzt mal an und packen sie aus. Hallo! Mama hat mir die so zusammengebastelt wieder. Das zweite Teil. Oder willst du es hochzeigen? Ich. Na dann, zeig's mal rein, damit jeder sieht, was es gibt heute. Wir Pinseln. Das ist das Bastelset. Und das heutige Thema, na halt's hoch. Bitte. Das ist dein Video, kannst du auch hochhalten. So, nach vorne, dass alle sehen. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ein modernes Kunstwerk. Ein modernes Kunstwerk. Gibt's heute. Genau, die Tüte ist mit dabei. Und die Tüte brauchen wir heute. Da ist es drin, das moderne Kunstwerk. Beim letzten Mal gab es die bunten Mäuse. Und hat Sydney schon richtig gesagt, die verlinke ich euch am Ende des Videos. In der Tukan Bastelbox ist immer auch ein ganz tolles Heft. Wie ist es hier? Sieht, ihr fängt schon an. Oha. Schon mal alles immer mit auf. Dabei so ein Aufkleber. Mhm. Also der Aufkleber ist zweimal nicht immer der gleiche und auch nicht in den beiden Tüten der gleiche. So ein Aufkleberbogen ist auch immer mit dabei. Und Farben. Farben. Oh, da brauchen wir wieder einen Pinsel heute. Lila. Rot. Und gelb. Also, heute geht es um das moderne Kunstwerk. Ulala, es ist total kindgerecht aufgebaut und geschrieben und gemacht, wie man das alles basteln kann. Also auch Kinder, die noch nicht lesen können, können schon mit der Bastelanleitung gut was anfangen, weil sie einfach nur gucken brauchen. Sydney, pack mal alles aus, was du hier drin hast, dass wir loslegen können. Heute brauchen wir außerdem Pinsel, Leinwand, Kleber, schwarzer Schaumstoff und die Farben. Zusätzlich Schere und Wasser haben wir dabei. Für alle, die neu sind auf unserem Kanal, herzlich willkommen. Wir packen heute die Tukan Bastelbox aus. Und wenn ihr eure erste Box gerne kostenlos haben möchtet, dann habe ich hier einen Code. Den verlinke ich auch nochmal unten. Das ist, dann, jetzt aber nicht der Anfang und der Ende zusammengemischt, weil Wir haben ja schon angefangen. Genau, aber es gibt ja noch ganz viele neue Leute. Das ist ja jetzt nicht der Vorsprung, der Rutschbahn auf einmal. So, dann zeig mal hoch, was du hier alles hast. Auf jeden Fall ein Pinsel. Ganz schön, also das ist die Leinwand, die ist ja ganz schön stabil. Dazu gibt es diese schwarze Unterlage, die muss man dann zerschneiden. Und ich ganz glaube. Viele. Hoppala, andersrum. Nein. Bunte Punkte. So, 1, 2, 3, 4, 5. Die ist 20. Gar nicht stabil. Ich kann die knicken. Aha, Kandinsky-Kreise. Was sind also, Kandinsky-Kreise? Das sind sogar zwei Kunstwerke. Einmal haben wir hier hinten drauf mit dem schwarzen Untergrund. Und die Punkte, die Kandinsky-Kreise, die malst du einfach irgendwie. Ist ein Mond drauf? Nö, da ist kein Mond drauf. Aber den könnte man machen, den Mond. Kann man hier schneiden, den Halbmond vielleicht. Klebe die Kreise fest. Aha, okay. Na, das ist ja super einfach. Mal im Bilderrahmen noch gucken, wie man es macht. So, also, wir fangen an. Schneide den schwarzen Schaumstoff in unterschiedlich lange Streifen. Ach so, dann hat man entweder oder. Und dann malt man einfach nur von rechts nach links. Ich lese mal vor. Klebe die Streifen nun horizontal und vertikal auf die Leinwand. Einige Flächen kannst du rot anmalen, den Pinsel danach gut auswaschen. Andere Flächen kannst du blau anmalen, den Pinsel danach gut auswaschen. Die restlichen Flächen kannst du gelb ausmalen oder weiß lassen, den Pinsel danach gut auswaschen. Jetzt wird es höchste Zeit, dein wunderbares Kunstwerk auszustellen. Die übrigen gebliebenen Farben kannst du mischen und damit neue Kunstwerke zu Papier bringen. Aha,
Also, dann geht's los mit Schere und Wasser. Die hole ich jetzt gleich mal, dann mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns direkt wieder. So, weiter geht's. Wir haben jetzt Zeitungspapier drunter, wir haben die Scheren besorgt. Und wir haben keine Palette. Haben keine Malerpalette gefunden und da haben wir jetzt hier unser Porzellanschälchen genommen, um die Farben reinzumachen, dass Sydney malen kann. Außerdem haben wir ein Glas mit Wasser besorgt und den Pinsel dazu. Und du musst jetzt hier noch auspacken, Sydney. Ja, dann machen wir jetzt. Dann nehme ich mal das hier als Vorlage und schneide die schwarzen, also die schwarzen Streifen schneide ich jetzt aus, dass wir die drauflegen können. Mache ich das frei Schnauze? Ja, mache ich frei Schnauze. Wird schon gerade werden. Was heißt frei Schnauze? Naja, so gerade. So, du hast ausgepackt. Möchtest du das so machen, wie da die Vorlage ist, oder möchtest du das anders machen? Welche Vorlage? Guck mal, einen schwarzen Streifen hast du schon. Es gibt einen Kleber dazu und dann können wir den gleich aufkleben. Bitte sei vorsichtig, hier ist ein Wasserglas. Leg dein Bild hin, richtig rum. Muss man ja gucken, ne? Dass man auf die Vorderseite malt. Und nicht auf die glatte hier hinten. Das ist dein erster Strich. Willst du den so machen wie hier, mitten in der Mitte? Ja, den Rand. Okay, dann klebst du den bitte an den Rand. Hier, wir machen mal schnell die Ärmelchen hoch. Dann fängst du an mit dem Rand. Und ich schneide den nächsten aus. Na komm, kleb. Ich muss erstmal den Strichkleber machen. Also ich hoffe, dass das nicht Sekundenkleber ist. Ich denke nicht, dass das Sekundenkleber ist bei Kindern. Das wäre wohl ein Ticken zu gefährlich. So. Dann haben wir jetzt schon mal die Seiten. Sydney, ist es nicht besser, wenn du den Kleber auf das hier machst? Weil wenn du das hier drauf drückst, hast du überall den Kleber. Das wird nämlich genau andersrum. Das meine ich. Siehst du? Okay. Das stimmt. Nimm deinen Finger, schmier an der Zeitung ab. Und dann bitte guck zu, wie es die Mama macht. Ist gut. Ist gut, Sydney. So, einmal hier lang ziehen. Siehst du das? So hätte und jetzt klebst du es auf. So hätte ich das nicht gemacht, weil ich nicht auf die Idee bekommen bin. Nicht so schlimm. Machst es beim nächsten. Wieder die Finger, was ich mir geklebt. So, den nächsten Streifen. Abgehauen. Dann machen wir hier mal noch einen kleinen Cut, bis Sydney seine ganzen Streifen aufgeklebt hat und dann sehen wir uns gleich wieder. Sonst wird das alles viel zu lang. Das muss erstmal trocknen. Genau. Dann sind wir wieder und dann haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das so machen. Und wie? Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Wir haben zwei rote im Feld. Wir haben erstmal alle schwarzen aufgeklebt. Voilà, nicht alles. So. Wir haben uns jetzt entgegengesetzt dem Bild, was wir hier haben, dafür entschieden, dass wir die Punkte hier aufkleben. Die Farbe Blau wird hier unten hingemalt, kommen die gelben Punkte drauf. Hier wird gelb gemalt und kommt ein blauer Punkt drauf. Hier wird es rot gemalt und es kommen die grünen Punkte drauf. Da haben wir nämlich alles zusammen vereint und der Sydney fängt jetzt das Malen an und hört das Kaspern auf. Bitte fang mit Gelb an. Weißt du noch, wo Gelb ist? Ja. So, ich mache dir ein bisschen Farbe. Das war unser Geheimtrick. Jawohl. Hier an die Seite. So, die gelbe Farbe aufnehmen und nur hier das Feld ausmalen. Voilà. So, dann fang mal an. Müsste ja eigentlich reichen.
Und immer schön drinne bleiben. Am Rand? Nein, fang in der Mitte an und laufe dann zum Rand hin. Ich glaube, ich mache hier nochmal einen kurzen Cut. Sonst dauert das alles viel zu lange. Da sind wir wieder. Alles ist bepinselt und bemalert und auch schon getrocknet. Ja. Und so wird es der Sydney dann aufkleben. Ja, mal gucken, ob das richtig trocken ist. Das ja. ist richtig trocken. Ich helfe dir mit. Alles ist richtig trocken. Großer Punkt geht in die Mitte. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie man sowas gestalten kann. Und ich habe Sydney auch schon versprochen, wir holen andere Bilderrahmen. Wir haben ja noch welche, also so eine Leinwandbilder mit so weißem Untergrund. Ja, ja, ja. Und dann kann er noch weiter basteln, weil das macht ihm jede Menge Spaß. Das ist so kreativ. Ja, ich wollte mit Papa auch mal auf eine Leinwand ein Haus malen mit einem Himmel und einer Sonne. Genau, der Papa malt nämlich sehr gerne und ist bei uns der beste Maler im Haus. Und Sydney und Papa haben auch und schon. Und dabei auch noch der beste gemalt. Koch. Der das beste stimmt. Koch auch noch. Dann haben wir alles aufgeklebt. Sydney, zeig's mal hoch, dein tolles Bild. Moderne Kunst. Ist nur ganz anders geworden als in der Anleitung, aber wunderschön. In der Anleitung steht ja nur. Wo ist das Bild? Steht es ja nur so. So, also, dann sagen wir jetzt tschüss zusammen, halt's nochmal hoch, dein tolles Bild. Und wir verlinken euch noch hier und die letzten hier. Videos, die letzten Unboxing. Und wir sagen dann hier, tschüss für heute. Hier und bis hier. Zum nächsten Mal. Sydney, sagst du auch tschüss? Tschüss.